So, die zweite Legung für heute. Bitte teilnehmt in den Gewinnverlosung. Ihr müsst noch Kommentar machen. Egal welchen Video von dieser Woche, automatisch seid ihr dabei, egal was ihr mitteilt, ob Herzchen, Sternchen oder blöde Kuh. Und die Verlosung wird dann, der Gewinner wird mitgeteilt am 30. August. Und das ist natürlich kostenlose Beratung bei mir. So, was übersiehst du? Was übersiehst du in deinem Leben? Ach so, ich muss noch die Frau holen. Bitte, ich kenne da nicht. Es ist Kollektivlegung, sollte helfen, reflektieren. Vor allem ist es Merkur, rückläufig. Was kannst du besser machen? Und ja, ich freue mich über jeden Like, Abonnement und Kommentar. So. Was übersiehst du gerade? Es geht um Finanzielles. Du musst irgendwas finanziell verändern oder Neues beginnen. Vielleicht geht es auch, du merkst, dass du hast deine Raten irgendwie, musst du neue anpassen. Bitte keine Verträge. Wartet bis zum 15. September. Oder irgendwas Neues beginnen finanzieller Natur, um verdienen Geld oder auch hier geht es um Kindergeld. Schau dir, ob es geht auch um Kindergeld, dass du musst irgendwas noch einreichen. Das alles übersiehst du. Oder musst du da irgendwas machen? Oder finanzielle Sicht. So, was ist in der Vergangenheit stattgefunden? In der Vergangenheit, irgendwas ging in Verluste und dann musste irgendwas die Behörde oder Entscheidung zur Trennung. Du musstest irgendwas war ein Verlust und du musstest eine Entscheidung treffen dadurch. Vielleicht neu anpassen etwas. Und es ging um entweder Distanzierung, Behörde, kann auch sein Trennung, dass du sagtest, ich muss von Menschen mich trennen. Oder auch zumindest distanzieren. Das kann auch sein Entscheidung behördlicher Natur. Also, dass die Behörde etwas betreffend dich entscheidet oder du entscheidest, wie du umgehst mit der Behörde. Was? Das ist die Karten. Ich habe in meinen Gedanken angesprochen. Das sind die Karten, was du nicht ändern kannst. Und es geht um das langfristige Leben in dieser Wohnung, wo du wohnst oder im Haus. Du bist irgendwie gebunden. Vielleicht willst du auch irgendwas anderes machen. Aber es ist auch was anderes, die Seite von diesen Karten. Es ist Stabilität. Es ist sehr langfristige Stabilität. Auch wenn du das nicht ändern kannst, das ist doch super. Wenn du bist stabil in deiner Mitte, das ist perfekt. Was noch ändern kannst du in deiner Situation? Bei dem, was du jetzt gerade alles übersiehst, was kannst du noch ändern in deiner Situation? Es geht um eine sehr mit Anerkennung verbundene Verbindung. Es ist auch Gedanken an eine Verbindung mit einem älteren Herrn. Das kann auch jemand, der ist dein Mentor, dein Chef sein, jemand auch älterer Kollege sein. Das ist eine Person, die ist auch gut gesinnt. Kann auch sein, dass es hier geht es um emotionale Bindung mit Eifersucht. Bei mir ist auch Eifersucht oder auch Bindung, in der es sehr viel Macht. Das bedeutet Machtkämpfe mit dem Partner zum Beispiel. Überleg dir, was diese Karten dir sagen. Weil das ist eine mächtige Person. Das kann auch sein, auch Machtkämpfe in der Beziehung oder Machtungleichheit. Oder es geht um die Macht in Beziehung, eine sehr emotionale Beziehung. Vielleicht sogar sehr leidenschaftliche Beziehung.
mit sehr viel Gefühlen. Wohin führt das Ganze? Kann auch sein mit jemandem, zum Beispiel aus Behördevereinbarung, aber mit Erfolg. Also, wo führt es das Ganze hin? Es ist Nachricht unterwegs. Auf jeden Fall eine positive Nachricht ist unterwegs und du wirst dann Kraft bekommen. Kann auch eine Zusage sein oder eine Genehmigung, wenn es geht, wirklich um Behörden. Und diese Nachricht ist schon unterwegs. Das bedeutet, auch wenn der Merkur rückläufig ist, kann passieren, dass es nicht lange dauert, dass du bekommst positive Nachrichten. Schau, was diese Karten dir sagen. Also für mich wirkt es wirklich, hier geht es eher um Geldsachen, auch behördliche Sachen. Etwas, was es weiter so besteht, wie es ist oder auch stabil bleibt. Hier geht es auch vielleicht auf Vertrag mit mächtigen Personen oder Vereinbarungen und positive Nachrichten sind auf dem Weg. Oder auch geht es um Verdienst von Geld. So, ich wünsche euch wunderschöne Zeit. Ich glaube nicht, dass ich heute noch weiter Karten lege. Ich bekomme heute Besuch und ich muss ein bisschen auch für mich sorgen und meine Family. Ich aber ganz viele Kartenlegungen mache diese Wochenende und ich wünsche euch wunderbare Zeit. Bis bald.